eisglatt den Gegner abgezockt und schon läuft der Konter. Schnell geht es zur Sache beim Eisfußball. Ein ungewohntes Terrain für glatte Schuhe, auch für die Jungs vom Team Red Stars Bremen. Sie spielen eigentlich zusammen Inline-Skater-Hockey. Eigentlich haben wir uns ja fast noch gar nicht, aber gut, man hat ja mit rechnen können, dass das so rutschig wird. Ich habe mir das einfacher vorgestellt, ganz im Ernst. Und man fliegt halt doch noch mal ab und zu hin. Aber dagegen hilft die Eishockey-Schutzkleidung. Vor jedem Spiel wird sie angelegt. Verletzen will sich hier niemand. Das Eis ist ja doch recht hart und schätzen wir, wir werden doch das ein oder andere Mal auf die Nase fliegen und dann ist das schon nötig. Körpereinsatz ist ja auch hier beim Eisfußball gewünscht. Aber trotzdem bekommen die Schiedsrichter wenig zu tun. So fair sind sie auf jeden Fall alle. Wenn man mal jemanden umgrätscht, dann passiert das hier scheinbar. Aber alle lachen dabei und helfen sich gegenseitig wieder auf die Füße. Also das sieht doch ganz gut aus. 9 Teams treten beim ersten Eisfußball-Cup in Paradise in Bremen gegeneinander an. Für die Red Stars Bremen läuft es nicht so gut. Das erste Spiel geht gleich mit 1:0 in die Hose. Anstrengend, sehr anstrengend. Wir haben ja nach vorne hin gar nichts auf die Reihe gekriegt gehabt. Und ja gut, hinten, das eine Tor war ungünstig, aber der Rest haben wir gut verteidigen können. Aber der Spaß steht ja im Vordergrund. Gespielt wird 5 gegen 5. Wie beim Eishockey kann immer getauscht werden. Das sind alles Amateure, zum Großteil keiner. Es gibt doch kein Preisgeld zu gewinnen. Der Gewinner hat Ruhm und Ehre, kriegt einen Pokal. Und darum geht es eigentlich. Also das soll einfach ein spaßiges Event sein. Jeder soll da Lust dran haben. Mit viel Leidenschaft und Elan gehen die Red Stars Bremen auch ins nächste Rennen. Aber das Team hat schnell wieder den Boden unter den Füßen verloren. Wir streben mal den vorletzten Platz an, nicht den letzten. Warum so schlecht? Die sehen viel besser aus als wir. Eine glatte Bauchlandung legen sie dann auch hin. Die Red Stars werden wie gewünscht Vorletzter.